Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im Wochenende. Woche 1 nach der Frankfurter Buchmesse ist sozusagen vorbei und ich habe die Woche 3 Bücher geschafft und in einem Hörbuch weitergehört. Und ja, ich muss ehrlich gestehen, der Anfang der Woche war irgendwie so ein bisschen wie wenn man einen Kater hatte, ohne etwas getrunken zu haben. Also ich habe mich echt ein bisschen so gefühlt nach der Buchmesse irgendwie so... Ja, war das alles echt und ja, man vermisst dann die Menschen eben direkt auch und man ist ja auf einmal auch wieder, ich sag mal, allein, wo man ja 3 Tage mehr oder weniger immer umgeben war von Menschen, die man gern hat und ja, es hat sich ein bisschen komisch angefühlt, aber mittlerweile bin ich wieder akklimatisiert und hatte auch Donnerstag und Freitag Urlaub, habe auch Montag nochmal Urlaub, habe also ein super langes Wochenende, an dem ich nicht viel tue, außer E-Mails und Kommentare nachbearbeiten. Wir haben ein bisschen Geburtstagfeierlichkeiten in der Familie und ja, auch an alle, die Kommentare geschrieben haben, Facebook-Nachrichten, E-Mails. Ich bin am Aufholen, aber ich, ja, das ist, man merkt richtig, wenn man so 3 Tage, beziehungsweise dann 5 Tage so gar nicht irgendwas gemacht hat auf diesen Kanälen, ja, dann stockt sich da einfach ein bisschen was an. Also ich bin dran, keine irgendwie Gedanken machen. Es kommt auf jeden Fall noch Antworten und, ja. Ja, aber jetzt vielleicht erstmal zu den Büchern dieser Woche. Als erstes zu Ende gelesen habe ich Welche Farbe hat dein Himmel? Von Michelle Schrenk. Das ist ihr neues E-Book und von Michelle Schrenk habe ich ja, ich glaube, so ziemlich jedes Buch gelesen und war super gespannt auf ihr erstes Verlagswerk, was dann Mitte Oktober auch erschienen ist. Und ja, da hörte dann ein bisschen mehr. Als nächstes, ja, direkt an... 1,5 Tagen sozusagen durchgesuchtet, habe ich das neue Buch von Sebastian Fitzek, das Paket, was in einer sehr, sehr geilen Verpackung dahergekommen ist. Die zeige ich euch dann später. Und ja, das habe ich mir direkt in der Thalia am Erscheinungstag jetzt am Mittwoch geholt, nach einem sehr, sehr bösen Blutabnahmearzttermin und habe das dann auch wirklich, wie gesagt, einfach direkt verschlungen. Und das dritte Buch ist dann das Buch dieser Woche im Leseklub, also des Monat Oktober, und zwar 1984 von George Orwell, ein Buch, das ich ja gereadet habe, vor 10, 12 Jahren grob im Englischen gelesen, damals auch den Film angesehen, ja, habe ich mich jetzt auf den Reread gefreut. Und ja, habe es einen Tag vorzeitiger beendet. Ja, ich konnte vor lauter Ungeduld nicht darauf warten und ja, jetzt kann ich es euch im Grunde auch schon komplett zeigen. Und ja, was gab es die Woche noch ein bisschen? Ich habe auch noch ein Magazin hier, was ich beendet habe. Ich habe ja auch das Hörbuch Flawed von Cecilia Hearn angefangen und dazu dann auch ein bisschen mehr. Und was es sonst die Woche so gab, wobei das nicht allzu viel war, das kann ich schon mal verraten, weil mich das Wochenende doch tatsächlich ein bisschen ja, geschlaucht habe. Auch gibt es die neue Umfrage für das Leseclub-Buch November. Und die 3 Bücher werde ich euch dann später auch noch ein bisschen vorstellen. Ja, jetzt denke ich, fangen wir aber einfach erstmal an mit dem ersten Buch. Welche Farbe hat dein Himmel? Von der lieben Michelle Schrenk. Das ist am 14. Oktober diesen Jahres beim Forever Verlag erschienen. Forever Verlag gehört zum Ullstein Verlag, wer das nicht wissen sollte. Kostet als E-Book 3,99 €, hat circa 300 Seiten und auch das Taschenbuch wird dann auf jeden Fall noch folgen. Ja, wir haben hier Anna, die in einer Beziehung mit Jan lebt und ja, mehr oder weniger auch zufrieden in dieser ist. Und sie trifft bei einem Auffahrunfall mit einem Motorrad ihre Jugendliebe Dominik wieder. Und ja, sie stellt dann auch bei einem Cocktaildrink in einer Bar fest, dass diese Bar tatsächlich Dominik gehört. Und ja, die Bar sieht genauso aus, wie sie in der Jugend gemeinsam darüber gesprochen haben, eben eine zu eröffnen, beziehungsweise es ja immer sein Traum gewesen ist und auch sie Träume hatte. Ja, die sie aber jetzt nicht so ganz verfolgt hat, wie es eben Dominik war. Denn die Liebe ging sehr schwer damals in der Jugend auseinander, denn Dominik ist scheinbar einfach verschwunden, um eine Ausbildung als Koch zu machen. Und ja, das hat Anna ein wenig das Herz gebrochen. Und ja, sie selbst hat damals eben an Geschichten geschrieben. Unter anderem hat sie die eigene Liebesgeschichte so ein bisschen niedergeschrieben und hat aber dann eben, nachdem Dominik gegangen ist, keine Kraft und keine Muse mehr gehabt, weiterzuschreiben. Und merkt eben jetzt, ja,
was sie vielleicht doch noch für Dominik empfindet und ja, wie kann sie das aber mit ihrem neuen Lebenspartner Jan irgendwie vereinbaren. Und dazu gibt es dann auch noch Mattes, das ist ihr bester Freund, der ja auch auf Männer steht und sie sozusagen so dem Geheimnis ja, der Männer in Beziehungen gemeinsam nachgehen können. Ja, die Geschichte klingt nach einer Liebesgeschichte und das ist sie auch und sie ist voller Emotionen. Und ich finde, das hat Michelle Schrenk wirklich wieder unglaublich gut rübergebracht, die Emotionen, die Erinnerungen einfach so zu verpacken, rüberzubringen, zu zeigen. Auch Anna als Charakter, den ich persönlich eher schwierig fand, wirklich zu zeigen, wie eben Menschen manchmal funktionieren, was in Menschen vorgeht, was Menschen sich für Gedanken machen, wo diese Gedanken hinführen und auch was dann eben das Handeln, das Tun damit zu tun hat. Das hat Michelle Schrenk wieder super, super rübergebracht. Auch die Erinnerungspassagen, die uns im Grunde an die Jugendliebe erinnern lässt, fand ich super schön mit eingebaut, sodass man eben eigentlich so zwei Zeitzonen, ja, die beiden beobachten konnte, eben in der Vergangenheit, wie sie als jugendliches Liebespaar im Grunde unterwegs waren und dann eben jetzt, wo sie eigentlich getrennte Wege gegangen sind und sich per Zufall einfach wiederfinden. Sehr, sehr schön finde ich auch immer in Michelle Schrenks Büchern so diese Lebensweisheiten, die rübergebracht werden. Und ich habe hier eine sehr, sehr tolle entdeckt und die heißt: Manche Geschichten sind mehr als nur ein Anfang und ein Ende. Und das fand ich wunderschön. Also das, oh, das kriege ich jetzt auch mit diesem Moment in der Geschichte, wo das gesagt wird. Das war so ein ganz toller Satz und es sind viele, viele Lebensweisheiten hier darin enthalten, die ich wirklich sehr, sehr schön finde, wie es bei Michelle Schrenk einfach so gewöhnt ist. Und ich fand auch sehr niedlich die Idee, Dominik hat früher in der Jugendliebezeit sozusagen, hat er Anna kleine Briefchen geschrieben, kleine, ja, Sätze formuliert, Gedichte und hat die im Grunde immer mit Farben sozusagen beschrieben. Also daher auch der Titel, welche Farbe hat dein Himmel, weil eben Dominik ja, Farben eben mit etwas assoziiert hat. Und so sagt er zum Beispiel, Türkis steht für die Träume, die wir teilen, mögen sie in Erfüllung gehen. Und besonders schön fand ich die Beschreibung der Farbe Gelb. Denn Gelb steht für die Freude unserer ersten Begegnung. Du hast mir die Sonne ins Leben gezaubert. Rosa für die Zärtlichkeit, die ich durch dich erfahre. Orange für jeden Glücksmoment, ob es nur Eisessen war oder die schönen Tage, die wir miteinander verbracht haben. Türkis ist für unsere Träume, die wir hoffentlich nie verlieren. Und Rot? Rot steht für die große Liebe. Und ich finde dieses Farbspiel wunderschön gezeigt, wunderschön dargestellt. Und ich hoffe, die Sonne blendet jetzt nicht zu stark. Und ich fand es ganz, ganz toll. Ich mochte diese Jugendliebe sehr gerne. Ich mochte auch, wie diese Begegnung in der Jetztzeit sozusagen geschieht. Leider hatte ich so ein bisschen meine Probleme mit Anna als Charakter, die manchmal nicht so gehandelt hat, wie ich es getan hätte, wie ich es vielleicht auch von meinen Protagonisten mir erwünschen würde. Sie hat tatsächlich manchmal sehr merkwürdig gehandelt, was mich manchmal so ein bisschen mit einem zurückgelassen hat. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, weil ich mir den Weg von Anna ein bisschen anders gewünscht hätte. Aber das Leben ist ja kein Wunschkonzert bekanntermaßen, von daher, das ist ganz klar. Aber es ist natürlich schwierig, dann im Grunde noch Dinge nachzuvollziehen, wenn man nicht ganz nah bei der Protagonistin ist. Und das war leider bei Anna so ein bisschen der Fall, die tatsächlich so ein sehr spezieller Mensch war, auch was ihre jetzige Beziehung angeht und was dann eben auch so dieses neue Wiedersehen mit Dominik angeht. Das hat sie meiner Meinung nach nicht ganz so gut gelöst. Also Anna, also im Grunde auch die Autorin. Aber ich fand das so ein bisschen, wo ich dachte, ha, irgendwie war das für mich nicht ganz rund und irgendwie konnte ich da Anna einfach nicht folgen. Und das ist wirklich so auch das erste Mal eigentlich, dass ich Kritik an einem Buch von Michelle Schrenk habe. Das ist natürlich auch Jammern auch auf hohem Niveau, aber da habe ich einfach Anna nicht ganz nachvollziehen können und würde da im Grunde einfach so einen Hauch von der Gesamtpunktzahl, wenn ich Punkte vergeben würde, abziehen. Und es war wirklich eine emotionale Liebesgeschichte, die mich dann am Ende auch mit Tränen hat sitzen lassen. Und ich wirklich dachte, nee, so geht das doch nicht. Und wirklich wie ein Schlosshund dann auch geweint habe. Und ja, ich bin sowieso immer ein bisschen nah am Wasser gebaut, das will ich gar nicht abstreiten. Aber das Ende habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Und ich war so gerührt, so berührt und dann eben auch so,
verweint und ja, es war ein tolles, tolles Buch, was mir wirklich gut gefallen hat, mit dem kleinen Abstrich und der kleinen Kritik an der Protagonistin, was sich natürlich dann leider so ein bisschen durchs Buch gezogen hat. Aber ich habe es in zwei Rutschen durchgelesen, was einfach auch für das Buch natürlich spricht, mit knapp 300 Seiten. Und ich freue mich einfach, dass Michelle Schrenk ja wieder ein neues Buch herausgebracht hat. Ich freue mich jetzt schon wieder auf das nächste und ja, bin wirklich gespannt, ob mich das nächste dann ja, wieder komplett zu 100% begeistern kann. Und ja, kann es absolut nur empfehlen, wer eben so ein bisschen was Emotionales an Liebesgeschichte eben auch gerne einfach mal liest. Ja, das zweite Buch, ja, war dann ein Buch, das den klassischen Weg eigentlich eines Buches hatte bei mir, wie es sich eigentlich gehört, nämlich gekauft, gelesen, vorgestellt. Ja, es ist das neue Buch von Sebastian Fitzek, ein ganz anderes Buch, als es noch Welche Farbe hat dein Himmel war. Und ich habe mich auf dieses Buch ja schon lange, lange, lange gefreut und auch ja, auf der Buchmesse gefreut, dass da Sebastian Fitzek ein bisschen was aus seinem Buch erzählt hat. Und endlich, endlich hält man es in Händen. Und das ist wirklich eine geile Aufmachung, denn es ist nicht nur einfach ein Buch, sondern es ist in einem Paket. Also es ist wirklich, also man hat hier dann das Buch sozusagen in Paketform vor einem liegen und ja, hat dann eben das Buch sozusagen erst in Händen. Und es ist tatsächlich Karton, also es ist echtes Hardcover, wenn man so möchte. Man sieht auch das Cover, also es ist wirklich unglaublich dick. Es hat sich tatsächlich ein bisschen komisch lesen lassen, man hatte ständig Angst, dass man da irgendwas aber verbiegt. Aber man sieht, dass der Karton hier eben auch fest ist und sich sozusagen auch keine Leserillen oder sowas eintauchen können. Und ich fand, also allein die Aufmachung ist sehr, sehr geil. So, jetzt packe ich es aber nicht mehr ein. Ja, das Buch ist am 26. Oktober erschienen im Drömer Verlag und ich habe es mir aus der Thalia direkt an dem Tag auch geholt. Kostet als Hardcover 20 Euro. Die anderen Preise habe ich jetzt gar nicht geguckt, wie ich manchmal so bin. Es hat etwas über 360 Seiten. Allerdings, ich glaube, das Buch an sich war ein bisschen kürzer. Hatte, glaube ich, nur 300 und ich gucke nach, 34 Seiten. Ja, was sind die anderen Seiten hinten? Es ist ja das 10. Buch seiner 10-jährigen Autorenkarriere sozusagen. Und da hat er hinten eben auch Leserbriefe eingepackt, wo er eben auch schon im Interview bei der Buchmesse gesagt hat, er hat sich damals nichts gedacht, als er eine E-Mail-Adresse hinterlegt hat und hat aber seitdem so, so viele tolle Geschichten von Menschen gehört und die hat er eben zum Teil jetzt einfach mal hier reingepackt. Und die kann man dann eben auch lesen. Zähle ich jetzt nicht so ganz zum Buch dazu, aber ja, um was geht es denn nun in dem Thriller? Ja, es geht um Emma, ein Mädchen, das wir als Kind kennenlernen, die ja einen etwas schwierigen Vater hat, eine Mutter, die etwas ja zu sehr männerbezogen ist und nicht so auf ihr Kind guckt, wie das ja tatsächlich so öfter in unserer Gesellschaft, in unserer Welt ist. Und Emma hat einen imaginären Freund, der in ihrem Zimmer wohnt und ja, hat eben eine lebhafte Fantasie. Und da diese Fantasie mit ihr durchgeht, wird sie von ihren Eltern eben auch zum Psychologen gebracht. Und ja, dann verschwindet der imaginäre Freund. Sie selbst wird dann auch Psychologin, Psychiaterin, ah, ich kann mir das immer nicht merken, den Unterschied. Psychiaterin, ja, ist ja ein Unterschied. Der eine darf ja glauben, also ist ja, der eine davon ist ja echter Arzt mit Verschreibungspflichtmöglichkeit und die andere Art ist ja im Grunde nur Gesprächstherapie, wenn ich mich jetzt nicht irre, ne? Also auf jeden Fall ist sie Psychiaterin. Und sie ist auf einen Kongress und stellt ja im Grunde eine Studie vor und ja, eine Studie, die doch sehr nahegehend ist und ja, die im Grunde auch die Gemüter ein wenig erhitzt. Und im Hotelzimmer angekommen, geht sie unter die Dusche und findet am Spiegel des Bades eine schreckliche Nachricht und ist total erschrocken, was da in ihrem Zimmer vielleicht passiert sein könnte. Denn es ist ein Serienkiller unterwegs, der Friseur, ja, der den Frauen ja, die Haare schort und allerlei Schlimmes mit diesen tut. Und sie ist total erschrocken, lässt erstmal einen Schrei los. Das bewirkt, dass eine andere Frau an der Tür klingelt und Emma erstmal fragt, ob alles okay ist und ob sie denn da einen ja, Kunden hätte, der nicht nett zu ihr ist und Emma gar nicht erst versteht, was für einem Hotel könnte sie jetzt gelandet sein und da ein bisschen irritiert ist und ja, dann etwas ganz Schlimmes nach der Türschließung mit ihr geschieht und ja, sie sich dann
wiederum in Berlin in einer sehr abgelegenen Ecke sozusagen ein Haus zulegt, zusammen mit ihrem Partner und ja, eigentlich nicht mehr, ja, vor die Türe geht und sich auch allerlei Dinge liefern lässt und ja, einen Hund hat, der sie so ein bisschen, der ihr so ein bisschen Sicherheit gibt, der aber natürlich es auch ihr nicht verzeiht, dass sie nicht mit ihm vor die Türe geht, sondern dass im Grunde immer ja, ihr Mann oder ich glaube, es ist nur ihr Partner, machen muss. Und eines Tages kommt der Paketbote wie immer und lässt ihr auch noch ein Paket eines Nachbarn da, dessen Namen ihr aber gar nicht sagt und sie ja vielleicht das Grauen jetzt mit sich hineingenommen hat. Ja, das Buch klang schon vom Klappentext her einfach unglaublich spannend und das ist auch ein unglaublich toller Psychothriller. Es ist relativ unblutig, würde ich jetzt einfach mal sagen. Man merkt, dass sich sehr, sehr viel im Kopfe abspielt und es wird in diesem Buch einfach mit der Angst, die jeder Mensch und vielleicht auch vornehmlich Frauen in diesem Fall einfach haben, einfach unglaublich gut gespielt. Also insofern man mit Angst spielen sollte. Aber Sebastian Fitzek hat es hier wirklich geschafft, auf etwas über 330 Seiten Spannung zu erzielen. Es gibt keine Seite, die nicht spannungsgeladen ist, die mich nicht irgendwie mit einem komischen Gefühl zurückgelassen hat, indem ich mich dann sogar in meiner eigenen Wohnung umgedreht habe und man sich so denkt, oh, jetzt wirst du gar ganz kirre, ne? Ein Thriller, wo es mir wirklich teilweise vor Anspannung schlecht wurde, aber nicht, weil so viel Schlimmes da drin passiert, sondern allein einfach nur vor Spannung und man einfach weiterlesen wollte und man einfach das Buch dann auch nicht mehr aus den Händen legen wollte. Und es war unglaublich spannend, es war realistisch, die Verschachtelungen in diesem Buch waren unglaublich gelungen. Das hat er wieder ganz, ganz toll gemacht. Und die Auflösung, ich wäre nicht drauf gekommen. Es war einfach der Wahnsinn. Es war so, wie ich Sebastian Fitzek vom Augensammler und vom Seelenbrecher liebe. Und ich bin wirklich froh, dass er wieder in diese Psycho-Thriller-Richtung gegangen ist und nicht wieder irgendwas an Verschwörungsthrillern losgelassen hat. Wobei mir ja Passagier 23 ganz gut gefallen hat und Noah ja nur nicht ganz so der Fall war. Aber das sei jetzt mal egal. Das Paket hat alles, was ich mir von einem Psychothriller wünsche. Es ist eine Atmosphäre, die im Kopf wirklich Bilder erzeugt, dass man sich das wirklich vorstellt, dass das passieren kann, wie nah das vielleicht auch ist, wie man selbst als Mensch sozusagen ticken würde. Und Sebastian Fitzek guckt hier wirklich in die Seele des Menschen und man spürt einfach den Grusel. Also das ist, fand ich wirklich ganz, ganz schlimm. Und man hat da einfach gewisse Ängste, die auch ich habe und ich glaube ganz, ganz viele und er die im Grunde aufschnappt und jetzt die Sonne schon wieder so in voller Strahlung kommt. Ich hoffe, wir kriegen das einigermaßen hin, sonst muss ich gleich meinen Rollo runterlassen. Und ich fand es einfach toll. Also ich mag es, wenn mit Ängsten gearbeitet wird, wenn die gezeigt werden, wenn man eben merkt, ein Mensch ist nichts ohne seine Angst und dass auch Angst immer zu etwas gut ist. Und ja, ich fand es einfach großartig. Also es war wirklich für mich perfekt und noch einen Hauch besser. Und ich kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen, wie mich dieses Buch mitgerissen hat, begeistert hat. Ich manches so im Nachgang nochmal nachgelesen habe und ich mir dachte, das macht alles so unglaublichen Sinn. Und man einfach selbst nicht darauf gekommen ist, man selbst nicht ja, ich das Ende nicht habe kommen sehen und ich leider ganz andere in Verdacht hatte, böse, böse wie ich bin, und ich einfach hin und weg war. Und ja, absolute Leseempfehlung von mir, wirklich ein Psychothriller, den ich genial finde, den ich atemlos finde und den er wirklich unglaublich gut gemacht hat. Und da es dann eben eigentlich auch so ein kurzer Thriller ist von 330 Seiten, gibt es eben keine Seite, die einen irgendwie langweilig ist. Es ist nichts zu viel, es ist überall Spannung drin und man hat das Gefühl, so aufs Wesentliche reduziert, und das ist wirklich ganz, ganz, ganz großartig und wirklich ein Thriller, ja, der mir wirklich Angst gemacht hat. Also ganz, ganz toll, großes Kino und ja, ich glaube, ich lasse jetzt erstmal den Rollo runter. So, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu dunkel geworden. Ich glaube nicht. Ich glaube, es sieht ganz gut aus. Jetzt geht die Sonne am Ende wieder weg, aber naja, das, ja, damit müssen wir jetzt einfach leben. Ich hoffe, es ist jetzt von der Helligkeit ja, noch ertragbar.
Ja, das dritte und letzte Buch der Woche ist unser Oktober-Leseclub-Buch. Den Leseclub habe ich ja mit Alicia und Phil gegründet und das ist ja, glaube ich, mittlerweile schon unser fünftes Buch. Ich glaube, gestartet haben wir mit Eleanor und Park, dann kam, kam dann schon Sorry, ich glaube, dann kam, glaube ich, irgendwie noch Die Macht des Schmetterlings. Dann kam Ich fürchte mich nicht und jetzt glaube ich 1984. Habe ich was vergessen? Ich hoffe nicht. ich glaube nicht. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Wenn ich was vergessen habe, jeder, der es besser weiß, ganz gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt wird es natürlich dunkel. Aber ich glaube, das geht trotzdem. Ja, und das Buch jetzt im Oktober war von George Orwell, 1984. Ein Buch, das 1948 das erste Mal erschienen ist. Es gibt verschiedenste Versionen und Übersetzungen und ich habe eine Übersetzung von Kurt Wagenseil und aus dem Ullstein Verlag und das ist wohl erschienen 1996, ist zumindest mein Buch. Es gibt verschiedenste Varianten, Möglichkeiten, es gibt es auch schon gebraucht. Ich glaube, das neue Taschenbuch liegt irgendwo bei 10 Euro. Meine Ausgabe hat 281 Seiten und es war wieder ein Vergnügen, es gemeinsam mit anderen zu lesen. Ja, ich selbst habe das Buch das erste Mal, wie gesagt, vor 12, 13 Jahren mit Anfang 20 im Englischen gelesen und dann auch den Film angeguckt und war jetzt einfach mal gespannt, diesen extrem düsteren Science-Fiction-Roman wieder in Händen zu halten. Heutzutage nennt man das Genre ja im Grunde eine Dystopie. Es ist eine Erwachsenen-Dystopie. Für mich ist es aber einfach eine dunkle Science-Fiction-Fassung, weil ich bei Dystopie eben eigentlich immer irgendwie an Jugendbüchern denke und das eben absolut kein Jugendbuch ist. Wir sind hier in Ozeanien, einem Kontinent, der eigentlich im ständigen Kriege lebt und begleiten Winston Smith durch das sehr totalitäre System, in dem er lebt. Denn das System übt Macht aus, Gehorsam aus und es gibt sogar eine Gedankenpolizei. Also da kann man sich vorstellen, wo es hingeht. Es gibt den großen Bruder, das ist im Grunde die Partei und der große Bruder is watching you, ist im Grunde der bekannteste Satz aus diesem Buch, den es ja bis heute gibt und ist eben die Kontrolle, die man sogar in der Wohnung hat. Also es gibt Televisoren, die in der Wohnung aufgestellt sind und die einen im Grunde kontrollieren und zum Beispiel bei der Morgengymnastik dann auch beobachten und sagen, hey Nummer so und so, da musst du ein bisschen tiefer runter und ich das sehr gruselig finde. Und man wird also komplett kontrolliert als Mensch. Die Nachbarn können einen im Grunde auch jederzeit verraten. Und wenn man irgendwie ein merkwürdiges Verhalten an den Tag legt, wird man eben einfach auch weggebracht und taucht nie wieder auf. Zudem wird jeden Tag irgendwas an der Vergangenheit verändert. Und in so einem Ministerium arbeitet auch Winston Smith. Das heißt, wenn ein Mensch verschwindet, dann verschwindet alles über ihn. Dann hat es diesen Menschen nie gegeben. Also es wird überall, wo dieser erwähnt wird, wird er herausgelöscht. So ist es auch mit zum Beispiel Schätzzahlen. Wenn Anfang des Jahres der Big Brother, also der große Bruder, irgendwie was schätzt, wie viele Schuhe produziert werden und am Ende des Jahres merkt man, huch, es waren irgendwie weniger, dann wird die Schätzzahl von Anfang des Jahres noch niedriger geschätzt und dann am Ende des Jahres wird eben mitgeteilt, oh, wir haben die Schätzung sogar übertroffen. Und so wird die Vergangenheit verändert, denn mit der Vergangenheit verändere ich nicht nur die Gegenwart, sondern eben auch die Zukunft und in der Zukunft verändere ich dann wieder die Vergangenheit und im Grunde auch die Gegenwart. Also es ist verwirrend. Ich hoffe, ihr habt auch verstanden, wie ich das meine. Das war für mich wirklich einer der ausschlaggebenden Punkte, der ja schon immer sehr stark auch sich daran orientiert, wenn auch in unserer Zeit gesagt wird, die Geschichte schreibt immer der Sieger und so ein bisschen hat sich das eben hier drin auch angefühlt. Man muss dazu sagen, dass das Buch eben 1948 geschrieben wurde und vieles, was darin beschrieben wird, eben tatsächlich Science Fiction war, weil es gab noch keine Überwachungskameras, es gab noch keine Televisoren in dieser Art in jedem Haushalt.
Und es gab so manches noch nicht, was sich George Orwell hat ausgedacht. Und das macht eigentlich die Geschichte so gruselig. Weil man natürlich jetzt heute sagt, ja, Überwachung ist ja ganz normal, auf öffentlichen Straßen, U-Bahn, brauchen wir alles. Aber das konnte natürlich George Orwell 1948 noch nicht wissen. Und es ist hier nicht nur eine reine Kritik an dem Kommunismus oder auch vielleicht am Deutschen Reich, was ja damals gerade nach dem Krieg sehr aktuell war, sondern es geht eben immer um extreme Kritik an diesen totalitären Systemen. Also egal, in welche Richtung dieses System geht. Und man spürt eben recht schnell, dass George Orwell eigentlich so ein bisschen abrechnet, auch mit den Machthabenden, und dass er eigentlich nicht nur Angst hat vor, wie sich die Welt entwickeln könnte, sondern eben auch schon seine eigene Zeit ein bisschen angeprangert hat. Und das natürlich gut verpackt in einer Geschichte mit einem Protagonisten, der alles sehr, sehr nüchtern sieht. Also man merkt, dass wir hier einen erwachsenen Mann haben, der dem Gefühle eigentlich fremd sind. Denn Gefühle sind nicht gern gesehen in dieser Welt. Denn wer Gefühle hat, wer Leidenschaft spürt oder gar Liebe, der kann eben gefährlich werden für das System. Denn wenn man liebt, dann stellt man alles andere hinten an, beziehungsweise hinterfragt es vielleicht auch einfach mal mehr, wenn natürlich der Liebste die Liebste betroffen ist. Und das soll man eben dieser Welt nicht. Es gibt Ehen, die sind aber eigentlich eher zweckdienliche Dinge. Und ja, sie dienen eben dazu, sich fortzupflanzen und eben der Partei zu dienen. Also Winston Smith ist ein sehr trockener, nüchterner Protagonist, was ich glaube tatsächlich manchen ein bisschen schwer gefallen ist, dass er das eben so gesehen hat. Wenn man aber überlegt, wo er herkommt, was für eine Erziehung er genossen hat und auch wie eben diese Parteien tickt, dann fand ich ihn unglaublich realistisch. Und ich glaube auch, dass es solche Menschen einfach überall gibt, dass man eben irgendwann abstumpft und eben keine Leidenschaft mehr an dem Tage legt. Und ich finde, soweit ist das gar nicht von uns weg. Also jetzt nicht vielleicht von uns in Deutschland, aber von anderen Ländern, anderen Zeiten vielleicht auch. Und ich glaube einfach, wenn Krieg herrscht, und es herrscht in Ozeanien eben ein Dauerkrieg, dass man da einfach nur noch nüchtern alles betrachten kann. Und das fand ich tatsächlich mit dem besten Teil bei George Orwell 1984, dass wir eben die Sicht nicht irgendwie emotional vollbeladen mit ich brenne und ich zersplittere vor Leidenschaft haben, sondern das eben einfach nüchtern betrachtet gezeigt bekommen, eigentlich relativ objektiv und dennoch tief eigentlich im Detail drinstecken. Und das fand ich so großartig an 1984, dass wir eben einen Einblick bekommen, der unsere Gefühle weckt, weil eben keine Gefühle darin vorhanden sind. Und das fand ich einfach großartig. Ich fand diese ganze Science-Fiction-Idee, man muss sich immer vor Augen halten, 1948, wie die Zeit da war, ich fand das einfach großartig und ich fand es toll, wie es George Orwell rübergebracht hat. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte mein Problem jetzt beim Reread, da ich es in Deutsch gelesen habe und mir manche Wörter wie Zweisprech, Doppeldenk und wie auch immer, ich da ganz komisch innehalten musste und ich halt ganz oft Sätze, Aussagen im Englischen so im Kopf hatte, weil ich es ja im Englischen damals gelesen habe und ich mit der deutschen Übersetzung so manches Problem hatte. Lag aber persönlich einfach nur an mir. Also hätte ich den Reread in Englisch gemacht oder es damals in Deutsch gelesen, wäre es mir wahrscheinlich nicht so gefallen. Und es gibt eben halt auch verschiedenste Dinge, Ideologien in diesem Buch, wo ich finde, die sind gar nicht so weit weg von unserer Welt. Und das ist eigentlich das so Erschreckende, was mich bei der Geschichte schon vor 10, 12 Jahren mitgenommen hat und auch heute wieder mitgenommen hat. Und ich so denke, es ist eigentlich gruselig, wie nah am Leben dieses Buch eigentlich ist. Und dabei ist es ein Science-Fiction-Roman. Ja, George Orwell hat mich wieder begeistert, hat mich wieder mitgerissen. Ich habe direkt Lust, mit Farm der Tiere weiterzumachen. Beziehungsweise fand ich ja auch Schöne neue Welt von Aldous Huxley wirklich unglaublich gut. Und ich glaube, ich werde jetzt einfach mal wieder etwas zu diesen düsteren Science-Fiction-Büchern einfach mal wieder zurückkehren, weil mir die echt Spaß machen. Und man jetzt im Nachgang so ein bisschen betrachtet, einfach merkt, woher haben sich die neuen Jugenddystopien, die, sage mal, seit 5-6 Jahren wahrscheinlich so mit Panem und auch dieser Cassia und Kai-Reihe und so, da hat das ja so ein bisschen angefangen mit den Jugenddystopien. Es könnten auch schon ein bisschen länger als 5 Jahre sein. 6-7 Jahre? Ich weiß es nicht mehr. Müsste ich nachgucken. Und man spürt einfach, wo haben die ihre Ideen her, ihre Inspiration her, ihre Motivation her? Wo haben sie im Grunde die Ideen mehr oder weniger, ja, geklaut klingt zu böse, aber, ne? Man spürt einfach, wenn man das Buch eben
jetzt liest und auch schon viele Jugenddystopien gelesen hat, dass manches nicht im vollen Umfang, ich glaube tatsächlich, dass George Orwell alles da reingepackt hat, was ihm irgendwie gruselig vorgekommen ist für die Zukunft, sondern manche eben nur so einen Teil rausgenommen haben. Und dann natürlich das Emotionale von Frauen, jungen Frauen, Mädchen im Grunde hereingepackt hat. Weil es gibt ja meines Wissens keine Jugenddystopie, wo nicht ein Mädchen sozusagen eigentlich die Hauptrolle spielt. Also ich musste da tatsächlich ein bisschen nachdenken und bin in meinen Jugenddystopien auf keine mit einem männlichen Protagonisten gekommen, was ich echt merkwürdig fand. Und ich mir einfach dachte, das ist eben genau das, was den Autorinnen hier drin gefehlt hat, Emotion und Gefühl. Und ich glaube, dass man einfach Emotion und Gefühl irgendwie mehr mit Frauen in Verbindung bringt als mit Männern, beziehungsweise eben das genaue Gegenteil zu Winston Smith sozusagen machen wollte und dadurch wahrscheinlich jetzt immer weibliche Protagonistinnen nimmt. Ich weiß es nicht, vielleicht habt ihr eine andere Theorie, dann immer mal gerne her damit. Ja, man spürt eben einfach, dass im Nachgang betrachtet, wie vieles so ähnlich war, was mir so rückblickend in den Dystopien nicht so aufgefallen ist, weil einfach mein Erstlesen schon relativ lange dann sozusagen im Vergleich her ist und es hat irgendwie, ja, man fragt sich, warum hat man sich mit Jugenddystopien aufgehalten und greift nicht zu erwachsenen Science-Fiction-Romanen oder zu erwachsenen Dystopien, wie es ja dann auch der Übergang zum Beispiel ist. Und ich merke einfach, dass mir das tatsächlich liegt und gut tut und was für meinen Kopf ist. Und ja, vielleicht sollte man da tatsächlich ein bisschen Abstand nehmen von Jugenddystopien. Ich zumindest. Ich bin ja auch schon über 30 und vielleicht ist die Jugendzeit einfach vorbei, wobei ich ja aktuell Flawed höre und mit Sea Rain von Kiera Cass beginne. Ja, ich werfe, glaube ich, meinen Vorsatz direkt wieder über Bord, aber man merkt einfach, dass es was anderes ist, ob man eben einfach wirklich ein Buch liest, was für Erwachsene gemacht ist, als eben für Jugendliche, was eben einfach ein bisschen herausfordernder ist und der Kopf sich einfach ein bisschen anstrengen muss. Und das hat mir dann aber einfach wirklich besonderen Spaß gemacht. Und ja, mehr aber gar nicht zu 1984, denn ich habe die Woche auch noch was Schönes nebenbei gelesen, vor allem immer morgens. Ich hatte ja diese Woche Spätschicht, zumindest die 3 Tage, und ich habe mich wieder in der Flow ausgetobt mit dem Titel Kreativ zu sein hilft mir, mein Innerstes mit der Welt zu teilen, und wir wirklich hier ein bisschen haben, wie kreativ kann man sein, wie kann man Kreativität ausleben, und wirklich mit wieder wunderschönen Bildern. Ich liebe die wirklich unglaublich und werde mir da wahrscheinlich mal irgendwo eine Ecke einrichten, wo ich die dann auch aufhänge, und ich hoffe, es geht jetzt mit dem Schattenspiel. Ach, es ist heute blödes Licht. Hätte meine Softboxen aufbauen sollen, dann wäre das nicht passiert. Also super, super schön. Es war diesmal nicht ganz so interessant, fand ich. Ich war diesmal relativ schnell durch, obwohl ich viele Artikel gelesen habe oder eigentlich wie immer fast alle. Aber es war so manchmal nicht ganz mein Thema. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, weil ich das aus der Flow nicht kenne. Ich habe auch so das Gefühl, dass jetzt nach 2 Jahren, wann ging es los? Was haben wir jetzt? 16, 15 wahrscheinlich. Ja, ich glaube 15 ging es los mit der Flow, dass man so langsam an den Punkt kommt, wo man wahrscheinlich nichts mehr Neues erstmal irgendwie hat. Also irgendwann hat man halt alle Themen besprochen. Das Gefühl hatte ich tatsächlich diesmal so ein bisschen bei der Flow. Und ja, da gucke ich aber einfach mal, wie es beim nächsten Mal sein wird. Und wenn ich dann merke, dass mich die nächste auch nicht so begeistert, dann mache ich da auch einfach mal Lesepause von dem Magazin, was ich sonst ja wirklich unglaublich gerne lese. Und ja, das war es jetzt soweit zu dem Gelesenen dieser Woche. Wie gesagt, nebenbei höre ich auch noch ein bisschen Flawed von Cecilia Ahern, was ich angefangen habe auf meiner Reise nach Frankfurt, ich aber irgendwie noch nicht weiter dazu gekommen bin. Mir war die Woche eher nach Musik, nicht so nach Hörbuch, möchte jetzt mich aber wieder ein bisschen auf das Hörbuch konzentrieren. Und wie gesagt, werde ich dann, weil es gerade da liegt, dann kann ich es auch gleich holen, werde dann eben mit dem neuen Buch von Kiera Cass, Sirene, beginnen. Da geht es ja im Grunde tatsächlich um Sirenen, also wie es der Titel verrät. Und ich bin sehr gespannt auf, das Buch hat sie ja theoretisch noch vor Selection geschrieben, wurde aber jetzt nach Selection erst veröffentlicht. Bin sehr gespannt darauf. Ich fand ja Selection den ersten Teil wirklich sehr, sehr gut, hatte mir unglaublich gut gefallen. Leider war dann der zweite nur so okay und der dritte war dann irgendwie nicht mehr das, was ich mir erhofft hatte. Und bin jetzt gespannt, was mir Sirene so geben könnte. Weil ich glaube tatsächlich, man wenig Bücher über Sirenen irgendwie hat, oder? Also wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, so viele Bücher habe ich über Sirenen noch nicht gelesen. Ja, und dann haben wir diese Woche die Umfrage gestartet in unserem Leseclub. Ihr findet den natürlich unten in der Infobox. Welches Buch wir im November zusammen lesen? Und aktuell sind da die Bücher doch recht nah beieinander.
Und ich dachte mir, ich habe mir mal so die Klappentexte herausgesucht und werde die euch kurz vorstellen. Nochmal so zur Info, der Leseclub von Alicia, Phil und mir dient ja dazu, dass wir unsere Subbücher endlich mal weglesen. Also jeder von uns steuert mehr oder weniger eben ein Subbuch bei, das dann eben zur Umfrage aussteht. Und ja, gegebenenfalls hat es vielleicht wirklich nur einer oder zwei von der Dreier-Kombi. Und da es aber ältere Bücher sind, ich glaube jetzt, was haben wir, 15, 14 und auch 15, genau, dann kann man eben auch einfach mal sagen, wenn es mich interessiert und wir sprechen uns da natürlich vorher ein bisschen ab, dann wird das eben auch einfach ein Gebrauchtkauf, was ja auch dann wieder absolut okay ist. Und einer von uns baut dann sozusagen seinen Sub ab, die anderen bauen gegebenenfalls auf, aber auch gleichzeitig wieder ab. Von daher ist das alles in Ordnung, also es sind nie Neuerscheinungsbücher. Und ja, wir beginnen mit dem ersten, und zwar You, du wirst mich lieben, von Caroline Kepnes, ein Buch, das im 2015 erschienen ist. Und ja, es klingt so. Als die Studentin Guinevere Beck die Buchhandlung betritt, in der Joe arbeitet, ist er augenblicklich hingerissen von ihr. Sie ist all das, was er will. Wunderschön, tough, clever und so sexy. Zum Glück bezahlt sie den Einkauf mit ihrer Kreditkarte, denn so kann Joe tun, was jeder normale Mensch in dieser Situation tun würde. Er googelt ihren Namen, doch dabei bleibt es nicht. Schon bald ist Joe besessen von Beck, beginnt sie zu stalken. Mehr und mehr findet er über sie heraus, hackt ihren Facebook- und Twitter-Account, durchsucht ihre Wohnung. Er inszeniert eine Reihe von makabren Ereignissen, die Becks Welt Stück für Stück zerstören und sie direkt in seine offenen Arme treiben. Bald kann Beck gar nicht anders, als sich in den seltsamen, aber irgendwie charismatischen Typen zu verlieben, der wie für sie gemacht scheint. Eines nach dem anderen räumt Joe alle Hindernisse aus dem Weg, die sich zwischen ihn und Beck drängen, und schreckt dabei auch nicht vor Mord zurück. Ja, klingt nach einem erschreckenden Stalker-Thriller, auch wenn das Cover das irgendwie nicht so wahrscheinlich zeigen wird, dass es ein Thriller ist. Ja, klingt es doch irgendwie unglaublich spannend. Das zweite Buch ist Winter People, Wer die Toten weckt, aus dem Jahr 2014 von Jennifer McMahon. Und ja, durch einen grausamen Mord verliert Sarah ihre kleine Tochter Gertie. Ein Brief mit einem uralten Geheimnis hilft ihr, Gertie von den Toten zurückzuholen. Für 7 Tage, in denen sie von ihrem geliebten Kind Abschied nehmen kann, doch sie ahnt nicht, worauf sie sich einlässt. Denn manchmal finden die Toten nicht zurück und das Grauen hält Einzug in die Wälder von Vermont. Auch das, finde ich, klingt unglaublich spannend und zwei Thriller, die, ja, ich glaube, einen wirklich mitreißen können. Und das dritte Buch ist dann etwas ganz anderes vom Genre und es ist Du neben mir und zwischen uns die ganze Welt, auch aus dem Jahr 2015 von Nicola John. Und zwar, am Anfang war ein Traum und dann war Leben. Wenn ihr Leben ein Buch wäre, sagt Madeline, würde sich beim Rückwärtslesen nichts ändern. Heute ist genau wie gestern und morgen wird sein wie heute. Denn Madeline hat einen seltenen Immundefekt und ihr Leben lang nicht das Haus verlassen. Doch dann zieht nebenan der gut aussehende Olli ein und Madeline weiß, sie will alles. Das ganz große, echte, lebendige Leben. Und sie ist bereit dafür, alles zu riskieren. So hat man die Liebe noch nie gelesen. Das neue Lieblingsbuch für Töchter und ihre Mütter, eine außergewöhnlich berührende Liebesgeschichte für Fans von Jojo Moyes und John Green mit besonderen Illustrationen, Skizzen, Notizen und E-Mails. Ja, 3 Bücher, die unglaublich spannend, interessant klingen und ihr habt jetzt, glaube ich, noch bis zum 1. November Zeit, da abzustimmen, dabei zu sein, euch vielleicht die Bücher auch nochmal näher anzugucken in dieser Zeit und natürlich auch dem Leseclub beizutreten, insofern ihr noch nicht dabei seid. Wie gesagt, alles in der Infobox. Und ja, ich bin sehr gespannt, welches Buch es wird. Es ist aktuell eben ganz, ganz knapp und bin sehr neugierig, welches es wird. Und sollten wirklich 2 Bücher so knapp beieinander sein, dass es irgendwie ein Unentschieden gibt oder so mit 1-2 Stimmen, dann glaube ich, wissen wir auch schon direkt, was wir im Dezember lesen, ohne nochmal abzustimmen. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, freue mich auf das Buch und ja, freue mich überhaupt auf den Leseclub, weil das Lesen, das gemeinsame Lesen wirklich immer sehr, sehr viel Spaß macht. Ja, und ich glaube, das war es jetzt auch schon zu dieser Woche, die ja doch eigentlich schon ein bisschen ruhiger war nach der Buchmesse, wo nicht allzu viel passiert ist und es aber auch ganz gut ist. Und
tolle Bücher gelesen wurden, die Spaß gemacht haben, Thrill gebracht haben und ja, ich wirklich gut fand. Und ich wünsche euch nun ein schönes Wochenende. Hoffe, ihr habt eine schöne freie Zeit, vielleicht auch ein langes Wochenende, je nachdem, ob ihr vielleicht Montag, Dienstag den Feiertag habt. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.